Ja, servus zusammen. Natürlich freue ich mich erstmal darüber, dass ich jetzt die ersten Spiele machen durfte und bin auch froh darüber, dass es so gut funktioniert hat. Klar reagiert der Körper noch, das ist ganz normal und gerade nach so einer langen und schweren Verletzung, bei dieser langen Ausfallzeit ist es normal, dass auch nicht immer alles rund läuft, aber ich kann nur so viel sagen, dass ich mich immer vor dem Spiel auch richtig gut gefühlt habe. Danach ist es natürlich auch wichtig für mich, dass ich alles immer nachversorge, dann auch zu den jeweiligen Therapeuten gehe und ich mich da um meine kleinen Baustellen kümmern muss und dementsprechend bin ich auch froh, dass ich morgen wieder das Champions-League-Trikot anziehen darf und dass ich auch so ein tolles Spiel bestreiten darf zu Hause vor den eigenen Fans gegen Galatasaray. Und ich muss sagen, dass ich das bisher auch sehr gut verkraftet habe, dass ich noch gewisse Dinge merke, das ist auch selbstverständlich. Aber so wie ich jetzt die ersten Spiele machen durfte, so habe ich das sehr gerne genommen und so kann es auch weitergehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für uns in der Mannschaft war es kein großes Thema gewesen. Natürlich bekommt man das mit. Wir haben jetzt eine Trainingseinheit danach gehabt und auch an dem Abend in Dortmund haben wir davon gar nicht so viel mitbekommen, weil wir auch in der Kabine sehr glücklich und froh gewesen sind. Wir haben zusammen gefeiert diesen grandiosen Sieg in Dortmund und da ist der Trainer natürlich ein großer Bestandteil dessen gewesen und wir wussten schon, was wir da auch für ein Spiel abgeliefert haben zusammen und der Trainer hat uns sehr gut eingestellt auf das Spiel, wir waren alle hoch motiviert und wir haben uns darüber gefreut. Dankeschön, nebendran. Meine Aufgaben habe an der Sebener Straße, ich muss mich darum kümmern, dass ich immer gut ins Training komme. An Regenerationstagen ist es natürlich auch wichtig für mich, dass ich gerade solche Sachen habe, wie das Radfahren und das ist wichtig auch für das Zirkulieren im Bein, dass da, glaube ich, die Prozesse einfach stattfinden, dass auch vielleicht ein bisschen Flüssigkeit auch abtransportiert wird und das ist auch ein wichtiger Ausgleich für mich, für den Körper, für den Geist und das denke ich, ist auch wichtig für mein Bein einfach, dass da, falls ein bisschen Flüssigkeit nochmal ist auf der Seite, dass das auch abtransportiert wird und dass die Lymphe da gut funktionieren. Links oben Klaus Bergmann für die DPA. DPA için sol tarafta. Herr Neuer, so in der ganzen Diskussion und Thematik am Wochenende ging es ja darum, hafta sonundan sonra, wie gut ist der FC Bayern denn jetzt eigentlich? Ne kadar iyisiniz, wie können Sie es denn aus Ihrer Sicht einschätzen? Champions League läuft alles nach Plan bislang. Bundesliga ist gut, istediğiniz gibi gidiyor mu? Bundesliga, auch die Leistung sind nicht immer über 90 Minuten konstant. Wie würden Sie selbst sagen, wo neredesiniz? Ist der FC Bayern leistungsmäßig einzuführen? Ja, sehen wir gerade das Spiel am Samstag angesprochen und haben über weite Strecken wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Haben natürlich auch die Räume gehabt, um gegen Dortmund spielen zu können und ich denke, dass wir einen sicheren Aufbau hatten, dass wir kontrolliert gespielt haben, dass wir von Anfang an auch gut aus der Kabine gekommen sind, dass wir konzentriert gespielt haben und dass uns einfach, es einfach ganz wichtig war, dass wir eine hohe Konzentration an den Tag gelegt haben und keine individuellen Fehler hinten gemacht haben, dass wir da keine Gefahr gelaufen sind, fazla yapmamamız çok önemliydi. İlk başlarda bayağı bir baskı altındaydık. In der zweiten Halbzeit so ein bisschen gespürt, İkinci so 10-15 Minuten, bunu hissettik, da war es nicht ganz so der Fall gewesen, aber gegen so eine Mannschaft kann das auch ganz normal sein. Da haben wir auf jeden Fall besser gespielt auch als zuvor und haben, glaube ich, einfach die Gunst der Stunde genutzt gegen so einen guten Gegner, wie Borussia Dortmund einfach ist. Borussia Dortmund'a karşı kullandık. Auch, glaube ich, eine Duftmarke gesetzt und deshalb, glaube ich, denke ich, grundsätzlich, was unsere Saison betrifft, außer natürlich beim Pokal aus, total im Soll. Von vorne wieder, Stefan Kumberger. Kupa'dan ayrılmamız tabii ki çok üzücüydü. Nein, eine Verletzung ist eine Verletzung. Ich hatte auch, emotionale Rückschläge bei meiner Fußverletzung, die ich damals hatte. Und da wartet man einfach darauf, dass man irgendwie grünes Licht bekommt, dass man weitermachen kann, dass man wieder auf dem Platz steht, dass man spielen kann. Und das ist halt eine ganz, ganz schwere Verletzung gewesen, wo ich sehr froh bin, dass ich überhaupt wieder Fußball spielen kann. Das muss man ganz klar sagen. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich für die Mannschaft spielen kann, mit den Jungs einfach auf dem Rasen spielen kann und dann noch eine Leistung zeigen kann. Dann hier vorne bitte, türkisch. Ja. Genau. Ja, wir wissen natürlich, dass Mauro Icardi natürlich ein super Spieler ist, der unberechenbar ist, der schnelle Abschlüsse hat, der
natürlich auch dieses gewisse Etwas hat, auch alles auszureißen und auch ein sehr emotionaler Spieler sein kann. Das haben wir gesehen, auch wie er den Elfmeter gegen Ulle geschossen hat. Er hat keine Angst und ist ein sehr mutiger Spieler und kann mit beiden Füßen abschließen. Er hat einfach diesen Instinkt. Wirklich starker Stürmer und da weiß ich natürlich, was auf uns zukommt. Unsere Innenverteidiger, die Defensive, weiß das. Das gilt natürlich in erster Linie auf ihn zu achten und ihn versuchen, so gut wie möglich auch zu decken. Und ich weiß auch, was mich erwartet. Ja, zur zweiten Frage kann ich sagen, dass immer viel diskutiert wird, das ist klar und das ist auch immer ein Thema, aber wenn ich mir eine Mannschaft aussuchen kann und der Jo steht zur Verfügung, dann will ich immer mit Jo spielen. Das steht für mich fest und ich bin ein Fan von ihm. Er ist ein Leader, er ist jemand, der auf dem Platz steht, wo du weißt, er hat diesen unbedingten Willen, auch die Spiele zu gewinnen und ich fühle mich immer wohl mit ihm auf dem Platz. Zur anderen Frage bezüglich der Nationalmannschaft. Natürlich stehen wir schon seit längerer Zeit im Austausch, Julian und ich und auch Andreas Kronenberg, der Torwarttrainer der Nationalmannschaft. Und wir haben jetzt auch nach dem Dortmund-Spiel miteinander gesprochen. Und Fakt ist, dass ich nicht zur Nationalmannschaft reisen werde, dass ich einfach die Zeit noch brauche für mich. Das hat natürlich auch medizinische Hintergründe, dass es jetzt noch zu früh kommt, weil es stehen viele Spiele vor der Brust. Es wird bis zum Winter, zur Weihnachtszeit noch einiges anstehen und es ist schon gut, auch für mich ab und zu einfach mal ein bisschen die Runden zu pflegen und mich da wirklich auf mich zu konzentrieren. Und wir haben ganz offen über alles gesprochen und wir freuen uns, dass es dann im nächsten Jahr der Fall sein wird und dafür werde ich natürlich alles geben. Ja, das kann natürlich auch schnell gehen, das ist klar. Ne? Also, wir wissen nicht, was in der Zukunft jetzt passiert, wie ich alles vertragen werde und wir wissen auch, wenn ich ausfallen sollte, dass der Ulle sofort wieder sein Mann stehen wird und ich habe es schon mal gesagt, dass ich auch der größte Ulle-Fan gewesen bin in der Vergangenheit und das ist ja nicht seit dieser Saison so, dass der Ulle immer seinen Mann gestanden hat und einen super Job erledigt hat, sondern das war schon in den Jahren zuvor einfach immer der Fall gewesen und wir sind froh, dass wir ihn als Menschen schon mal bei uns in der Mannschaft haben und natürlich durch seine Leistung sowieso. Ach, da habe ich ja gerade schon gesagt. Nein, also erstmal alles das, was jetzt für mich kommt, das ist sowieso Bonus, das muss ich sagen, auch nach der Schwere der Verletzung. Aber ich bin ja ein ambitionierter und ehrgeiziger Typ und das weiß ja jeder von uns und ich werde immer antreten, um möglichst zu spielen, das ist klar und ich will der Mannschaft immer so viel geben, wie ich auch kann und möchte natürlich, egal in welcher Mannschaft ich spiele, immer auf dem Platz stehen. Vielen Dank, Manu. Danke euch. Teşekkürler Manu. Antrenörle tekrar geliyoruz.